Alright, Leute, willkommen zum zweiten Teil der Case-Clicker-Trading-Folge und auch dem Q&A-Special. Ich habe ja eure Fragen beantwortet in der letzten Folge und eine Menge Trades angenommen. Alle waren happy, ich war happy. Nee, eigentlich bin ich der Unhappigste, weil ich stundenlang Trades bearbeiten muss. Ich habe in der letzten Folge gefühlte 100 Trades bearbeitet und es sind immer noch eine gefühlte 100 Trades. Jesus, das ist so viel. Zum Beispiel wieder laut, June 7, 8, 9. Ey, das ist eine Zahl immer höher. 7 und 8 und 9. Wisst ihr, wie 1, 2, 3. Das ist cool. Macht Spaß. Ne? Ne? Okay. Wie auch immer, laut June 789 ist der glückliche Gewinner eines Knives. Und zwei Souvenir-Items. So, kommen wir zum nächsten Trade. Einfach mal glückliche Gewinner. Was? Oh, der hat hier Slowbrain 153. Was ein Name. Hat auch ein paar nette Knives. Doppler, Fade und ein Fire Serpent. Ne, Aquamarine Revenge. Revenge. Richbow 604. Hat er in der Challenge teilgenommen? Wer kann den teuersten Trade machen? Glaube ich. Hoffe ich mal. Auf jeden Fall ist er teuer. 13.000. Ordentliche Knives drin. Marble Fade, Doppler, Crimson Web, Marble Fade, Marble Fade, Marble Fade mit Statrack. Souvenir Knives, eine Menge. Supergeile Dragon Law für 2.300. Ah, ja, ja, ja. Hätte ich gerne. Old One 241, ein 60 Cent Trade. Na, das sind doch immer interessante Trades. Bin immerhin bei den teuren Dingern unterwegs, aber keiner macht die billigen. Keiner schmeißt mir teure, billige Items rein. Kriegst nur 1 Dollar Warm God, das ist fast 40% mehr, als du mir bietest. Und ich kann es nicht mal annehmen, weil der Trade so beschissen ist. Na gut, dann wird's ein Crimson Web Revolver, hey. Was soll's. Auf jeden Fall kommen wir zu der ersten Frage dieser Folge von Simple Designs. Sprichst du auch fließend Russisch? Niet. Tu ich nicht. Ich kann Russisch sprechen, aber ich kann es nicht fließen. Mir fehlen viele Worte. Ich kann es sprechen, aber manche Worte fehlen mir und dann spreche ich Scheiße. So, und Silver Lamp kriegt ein paar Knives. Nee, auf jeden Fall, wie gesagt, ich kann es sprechen, ja, ich kann mich verständigen, aber es ist wahrscheinlich nicht super flüssig für Einheimische. Zyan June 129, auch eine Menge Knife. Eine Menge, ein Knife und gutes eigentlich. Hätte ich mal nehmen können, aber ja, ich habe... Oh, und 2 Cent Trade. Der ist geil. Evil Ship 657. Der weiß, worum es geht bei Case Clicker. Hier, eine Bone Mask. Das Trading-System ist so beschissen. Das Ding ist nur 2 Cent teurer und ich kann es nicht machen, weil es so teuer ist. Ich hatte eine Challenge, wer kann mir den teuersten Trade machen? Und jetzt kommt die Challenge, wer kann mir den billigsten Trade machen? Ich glaube, mit 2 Cent ist er schon sehr gut, aber ich gebe auch mal 2 Cent zurück. Wir kommen auch schon zu der nächsten Frage von Kreini... Krein? HD. Und zwar will er wissen, wie oft spielst du Case Clicker am Tag oder pro Tag? Ich spiele es nur, wenn ich es aufnehme. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr ein Video seht, habe ich es gespielt. Weil ich weiß nicht, wenn ich spiele ohne Aufnahme, habe ich immer so das Gefühl, ich würde was verpassen. Da kommt irgendein geiler Jackpot, den ich unbedingt haben will. Und das fehlt dann irgendwie ein Stückchen. Oder ich mache irgendwelche Cases auf und dann kommt eine fette, geile Dragon Law und dann fehlt mir die. Deswegen versuche ich immer nur zu zocken, wenn ich auch aufnehme. Außer klicken, außer Geld klicken, das mache ich immer nebenbei. Und die Challengers Kapseln aufmachen, auch das mache ich nebenbei. Alles andere nehme ich auf. Fireweed 951 hat mir eine gute Asimov angeboten. Ich gebe auch mal was zurück. Und komme schon zu der nächsten Frage von Tizi Minecraft. Cookie XDDDDDD. Was wünschst du dir in den nächsten Updates und was würdest du wieder lieber entfernen lassen? Oh, eine gute Frage, ehrlich gesagt. Die zwei der coolsten Features, die hier einbauen, sind ja Knife Patterns und Online Jackpot. Das kommt ja irgendwann jetzt raus. In ein paar Monaten, 4, 5, 6 Monaten. Und was hätte ich gern für Features? Ehrlich gesagt ist das Spiel in letzter Zeit sehr gut geworden. Also es sind sehr viele Sachen geändert worden und reingekommen. Und wenn die Knife Patterns noch irgendwann reinkommen, dann wird sich auch nochmal sehr viel ändern. Was ich mir auf jeden Fall wünsche, ist ein besseres Trading-System. Irgendwas. Überlegt euch. Die Entwickler sollen sich mal was überlegen. Weil ich als YouTuber, wenn ich hier Trades bearbeite, das ist für mich das Schwierigste an Case-Clicker. Weil das Trading-System so komisch ist. Man kann keine teuren... Man kann einfach nichts schenken. Man kann nichts annehmen, wenn man nichts gibt. Und ach, einfach alles. Man weiß auch nicht, was die Leute haben wollen, wenn ich so einen Trade sehe. Aber der Entwickler hat schon definitiv gesagt, er wird das nicht rausnehmen, dass man einen Mindestwert traden muss. Sprich, er will das nicht, dass die Leute einfach irgendwas schenken, weil dann würden die Leute einfach ihren Items hin und her duplizieren. Das wird alles kaputt machen, auch wenn jetzt der Online-Jackpot reinkommt. Westbrower 576 bietet mir ein paar gute Knives an. Mal gucken, ob ich die mal abschwatzen kann. Ja, und was soll wieder entfernt werden? Pff, gute Frage, eigentlich gar nichts. Ich finde, die Sachen, die hier drin sind, gehören schon zum Spiel dazu. Und das ist auch ganz gut, dass die drin sind. Big Beat 550 hat auch mal versucht, an der Challenge teuerster Trade anzunehmen. 16.000 hat er hier Showcase drin. Auch alles Marble Fades und... Aber keine Nike Bayonet, ne? Habe ich auch noch nicht. Ich hoffe, ich krieg die irgendwann. Frosty fragt, wie kamst du drauf, YouTube zu machen? Habe ich schon in der ersten Hälfte beantwortet. Falls ihr es nicht gesehen habt,
Hier oben rechts auf das i klicken, dort findet ihr das andere Video. Brown Dave, auch ein gutes Crimson Web, habe ich jetzt aber schon zweimal in dieser Trading-Runde angenommen. Die gleiche Frage hat aber auch Ludwigs gestellt. Er wollte wissen, wie ich auf YouTube gekommen bin und was ich noch so alles erreichen möchte. Ein wirkliches Ziel, was ich erreichen will, habe ich nicht. Es gibt kein Ziel, wo ich sage, wenn ich das habe, brauche ich nichts mehr zu machen. Ich werde immer versuchen, mein Bestes mit dem Video zu geben. Ich werde versuchen, immer das Beste rauszuholen. Ob ich jetzt 1 Million Abonnenten habe oder 100.000. Aber auf jeden Fall ein erstes Ziel für mich wäre 100.000. 100.000 Abonnenten, das wäre schon ein krasser Scheiß. Deswegen so 100.000 als Ziel ist schon eine Hausnummer. Aber das ist schwierig. 100.000, das ist echt eine große Menge. Ob ich die jemals erreichen werde, ich hoffe es. Irgendwann mit Zeit und Geduld und einfach mit guten Videos. So wie der Quiet Terror und seinen Trade, versuche ich auch hier mal einen guten Trade zu machen. Und gleichzeitig ein gutes Video. Dizzy fragt, wie findest du deine Community? Gibt es viele Hater? Ja, auch eine sehr schöne Frage. Ich denke mal, meine Community, die mich schaut, ist schon ziemlich krass. Viele gehen ja ab bei meinen Videos, wenn ich ein All-In mache oder einfach mal Case-Clicker spiele. Meistens Case-Clicker, wie ich schon letztes Mal gesagt habe. Es würde mich freuen, wenn ihr auch andere Videos gucken würdet, nicht nur Case-Clicker. Aber leider vermischt sich meine Community auch mit der CSGO-Community, weil es halt normal auch ein CSGO-Simulator ist. Und die CSGO-Community, die keinen Bock auf Case-Clicker hat, ist sehr, sehr toxisch. Eine Sammlung von Schweinebacken, die einfach keinen Bock auf Case-Clicker haben und dadurch auch noch ein bisschen rumstänkern müssen. Klar, es gibt viele CSGO-Fans, die sind super nett, auch in meiner Community. Einfach, weil die Spaß haben an Case-Clicker, weil die Spaß haben an den Videos. Aber die toxische CSGO-Community, die denkt, die wäre total elitär, nur weil die irgendwie einen scheiß Skin in CSGO haben. Und ich muss damit schon ziemlich rumschlagen mit sehr viel Hate in einigen der älteren Videos, wo die viral gehen und einfach bei CSGO vorgeschlagen werden. Und hier einen Trade zu machen, während man redet, ist fucking anstrengend, merke ich gerade, weil man sich die ganze Zeit ablenkt. Fire0560, in der letzten Folge hatte ich ja einen, der den teuersten Trade ever gemacht hat. Fire0560 schließt sich damit an. Damit haben wir jetzt schon zwei Leute, die den teuersten Trade ever machen können, indem die 20 Bayonet Nikes mit 2371 Dollar reinpacken können. Schöne Dinge. Curly Sand hat einen Tiger Tooth und ich biete auch mal einen Knife an und ein paar Sticker oder einfach nur Sticker. Wir kommen zur nächsten Frage von The Gamer. Und zwar will er wissen, was ist das Schlimmste, was ich je getan habe? Gute Frage. Ein Lutscher geklaut oder so. Ist schon ziemlich badass, oder? Wenn man so einen Lutscher klaut, das ist schon... Da warst du der Bad Boy in der Hood mit einem Lutscher, den du nicht bezahlt hast. Und Rich Sand gewinnt ein Nike Karambit. Ich weiß nicht, warum ich das gerade so komisch geredet habe, aber der hat einen Knife gewonnen. Ich hoffe, der freut sich. Wie man einen Knife gewinnt, ist eigentlich pure Glückssache. Ab und zu mal wähle ich random Knife aus und dann seid ihr die Glücklichen. Und Royal Fox hat auch... Ah, nee, das ist schon sexy. Das M9 Crimson Web habe ich nicht. Ich habe noch sehr vieles nicht. Oh, Lucky Terror 459 hat auch einen teuren Trade gemacht. Mit Crimson Webs, hauptsächlich Crimson Webs, Flip Knife. Damit kommt man auch schon auf 36.000, sehr schöne Dinge. Thundersnake fragt, Stan, bist du noch eine Jungfrau? Echt jetzt? Ihr könnt alle Fragen stellen, die ihr mir wollt. Und er will wissen, ob ich eine Jungfrau bin. Warum? Was bringt dir dieses Wissen? Bist du nur scharf auf Jungfrauen? Willst du die alle anknabbern und deswegen fragst du rum? Oder steckt da irgendwas dahinter? Ich hoffe mal nicht, dass bei mir irgendwas hintersteckt. Ein Arsch bleibt Jungfrau. White Mate 2N6, auch nette Crimson Knight und ein das ich leider canceln muss. Aber wie ich schon in einer Folge erwähnt habe, ich werde auch eure Trades zeigen, obwohl ich die cancele. Ich kann aber nicht alle annehmen, wie immer. Wiederhole ich ja immer in jeder Folge. So wie Bing Bold mit einer Menge Stickers, eine Menge Knives, die er mir für 2200 andrehen will. Und wir kommen zur nächsten Frage von Linus Riedel. Und zwar, wie geht's? Wie alt bist du? Und was ist dein Lieblings-YouTuber? Wie geht's? Mir geht's awesome. Ich drehe eine Trading-Folge, da geht's mir immer awesome. Ihr tut es nicht. Wie alt bist du? Habe ich in der letzten Folge beantwortet. Ein episches Mini-Filmchen-Dingens habe ich euch gezeigt, wie geil alt ich bin oder auch nicht geil alt. Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Schwer zu sagen. Ich bewundere die Arbeit von Julian Bam, habe ich ja schon mehrmals gesagt, weil er sich einfach so viel krass Mühe mit den Videos gibt und die sind alle sehr kreativ und aufwendig gemacht und einfach das muss man schon anerkennen. Man muss jetzt kein krasser Fanboy sein von Julian Bam. Es gibt ja Leute, die mögen ihn nicht, vielleicht durch seine Art, durch sein Aussehen, was auch immer. Aber trotzdem sind die Videos einfach nur professionell gemacht und das muss man anerkennen. Es gibt in YouTube Deutschland keinen, der so aufwendige Videos macht. Egal ob Let's Player, Beauty-YouTuber oder sonstiges. Julian Bam ist echt die Spitze. Und dann gibt es ja noch seinen Asiaten-Clan mit Jun Kim und den Noobtown Monkeys und so weiter. Blue Koala 383 will für 9 Dollar was traden. Finde ich gut. Was ist dein Lieblingsessen? Oh, schwierige Frage. Ich esse gerne und viel. Deswegen bin ich auch so fett. Aber Pizza ist immer geil, oder? Pizza kann man sich immer reinschieben. Auch wenn man danach ein schlechtes Gewissen hat. Besonders mit Cheesy Crust oder so. Oh, eine Pizza mit Cheesy Crust, das ist echt ein Himmel. Aber auch Sushi esse ich super gerne. Sushi schmeckt einfach nur geil.
Wahrscheinlich nicht jedermanns Sache, aber trotzdem, Sushi schmeckt immer. Rap Channel, kannst du mich im nächsten Video erwähnen? Noptirezahn774 hat einen Howling Dawn Sticker für 210. Sehe ich zum ersten Mal, dass mir den einer anbietet. Es ist jetzt nicht der krasseste Sticker, den man haben kann, aber trotzdem ist es, glaube ich, das erste Mal. Eine gute Dragonlore, gutes Fade, gutes Zeug, Tirezahn. Ich merke, dass ich bei Trades am Anfang immer am spendabelsten bin. Desto länger die Folge geht, desto unspendabler werde ich. Noch ein Bayonet Knight. Ich habe 2 Trades schon angenommen, ich hoffe, die bekomme ich. Deswegen muss ich leider das ablehnen. Westsettler641 will für $30 irgendwas haben. Werde ich doch bestimmt was finden. So, $45 gebe ich dir zurück für Stuff. Oh, Kulpier hat nur für 10.000 Trade mit einer Menge Slaughter, Karambit, Tiger Tooth, Crimson Web, Marble Fade, Doppler. Doppler werden wahrscheinlich mehr wert sein, sobald das Pattern-Update rauskommt. Auch Green Sphinx hat eine Menge Knives, die er mir anbieten will. Ich werde wahrscheinlich nach dieser Trading-Folge ein bisschen Trading-Pause machen, weil ich muss ein bisschen Knives sammeln. Ich habe sehr viele Knives in letzter Zeit verschenkt an euch, auch viele doppelte. Und die muss ich mal wieder ein bisschen ansammeln. Oder ich bringe Trading-Folgen raus, wo ich nicht so viel verschenke oder einfach weniger Trades annehme. Nur ein paar glückliche, die ich zufällig auswähle. Cyanplayer498 hat einen $16.000 Trades. Ich glaube, das ist der zweite Cyanplayer, den ich sehe. Auch super Dinger dabei. Irgendwann hoffe ich, habe ich ein Inventory, wo ich all dieses Stuff drin habe. Das wird bei mir ein bisschen dauern, weil ich ja immer aufnehme, wenn ich irgendwas ziehen will. Sonst hätte ich ja den ganzen Tag irgendwie mal klicken können und beziehungsweise Jackpot spielen können ohne Aufnahme. Aber nein, ich muss ja immer warten, bis ich zu Hause bin, um das aufzunehmen, was ich Jackpot spiele, damit ich ihr auch ein cooles Video habt. Und was wäre mein Kanal ohne ein cooles Video, ha? Oh, wahrscheinlich eine Stufe besser. Oh. So wie PinkFrog629 zum Beispiel. Der will mir, ich kann mir gut vorstellen, er will mir die Stickers schenken. Hoffe ich mal. Ich weiß nicht, was er sonst von mir haben will. Cole April 4 bietet mir eine Menge Stickers für $40 an. Mal gucken, was ich für $40 zurückgeben kann. Ja, willst du vielleicht die Jaguar haben? Ich schenke dir mal die Jaguar. Die nächste Frage ist von Markplace. Und zwar will er Dinos oder Roboter. Dude. Warum entweder oder? Warum nicht Dino-Roboters? Ich habe ja schon mal Photoshop gemacht, wo ein Dino mit einer Miniguns auf eine Eule geballert haben. Epischer Scheiß. Falls ihr meine Photoshop-Formate nicht auf YouTube kennt, schaut auf meinen hier Comedy-Kanal vorbei, hier oben rechts auf das i klicken. Aber beziehungsweise auch in den Kommentaren antworte ich ja immer hauptsächlich mit dem Kommentar. Genau, mit dem beantworte ich immer. So, was hatten wir hier? Ich habe jetzt schon vergessen, was wir für einen Wert hat. 300 irgendwas, ne? Best Brother 427. Leider hast du es nicht geschafft in die Auswahl. Du hast gute Items, aber ich musste dich wegklicken. Girly Chicken, für $13 werde ich bestimmt irgendwas finden. Hier eine Dark Water. Auch der Brown Dragon, du bist leider nicht in die Auswahl gekommen. Du kommst nicht in den Recall und ich muss deinen Trade canceln. Und ich werde wieder müde, was Trades angeht. Das sind so... Oh, Pink Bow hat 46.000 mit einer Menge Dragon Loss. Damit bist du auf jeden Fall auf Platz 3, was teuerste Trades angeht. Die anderen zwei hatten Bayonet Nike und die hatten, glaube ich, einen Tacken mehr als du. Einen Tausender mehr als du. Und damit kommen wir auch schon zu der nächsten Frage, und zwar, was ist deine Lieblingsspielserie? Von Maurice Grau. Oh, das ist auch eine sehr gute Frage. Ich habe sehr viele gute Spielserien. Ich zocke ja fast alles. Ich zocke so viel. Ich versuche auch möglichst viele Spiele zu zocken, weil ich eigentlich alles mag. Aber ich würde mal sagen, Metal Gear Solid ist eines meiner Lieblingsspieleserien. Einfach, weil die Story geil ist, einfach, weil die Charaktere geil ist. Die ist richtig episch, die Story. Mit geilen Cutscenes, macht Spaß zu zocken und zocke ich auch schon seit Ewigkeiten. Seit Teil 1 gibt, zocke ich jeden Teil auf jeder Konsole. LuckyMay656 will auch einen Cheap Trade haben. Scheiße, ich verrät mich heute wieder. Verrät mich eigentlich ein Wort? Wenn nicht, dann sollte es eingeführt werden. Aber auch ein paar andere Serien finde ich geil, wie Assassin's Creed. Auch eigentlich immer, auch wenn es in letzter Zeit zu häufig rauskommt. Und ich wünschte mir mal, es gibt ein Assassin's Creed, das in Japan spielt oder so. Da hätte ich echt Bock drauf. Was habe ich noch so für Spieleserien? Weiß ich gar nicht. Da gibt es bestimmt auch so ein paar gute Dinge. Ansonsten vereinzelte Spiele. Mass Effect zum Beispiel ist auch eine geile Serie. Und Curly Lizard hat einen Trade für 2400 mit 2 Marble Fates. Ah, viel besser ist aber das Crimson Web Flip Knife. Und wir kommen zur nächsten Frage, und zwar, was war das erste Spiel, was du gespielt hast von XX Destroyer XX? Holy shit, das ist eine sehr gute Frage. Solche Fragen liebe ich ja ehrlich gesagt, die so ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Mal gucken, was hatte ich für ein Spiel damals? War das Destruction Derby für PC? Oder war das Super Mario World für Super Nintendo? Ich glaube, das war Super Mario World für Super Nintendo. So, Orange Ham kriegt einen Falcon Knight Fate für einen Case Hardened. Hoffe ich mal. Wer kennt Super Mario World nicht für Super Nintendo? Wer das nicht kennt, hat echt was verpasst. Und die nächste Frage von Mondo LP. Bitte mach mal ein Video, wo du sehr viel einsetzt in einem Very Low Jackpot.
Ich habe ja noch viele Ideen für Jackpot, was ich spielen könnte. So ein bisschen Challenges und so weiter. Ihr müsst nur ein bisschen Geduld mitbringen, weil ich versuche, so gut es geht, so viele Videos wie möglich abzudecken von CaseClicker. Weil jeder wünscht sich irgendwas. Einer will Jackpot haben, einer will Matchbetting haben. Viele wollen Trades 10-mal in der Woche haben. Andere wollen normale Case-Openings haben. Andere wollen Challenges haben. Andere wollen irgendwas anderes haben. Ich habe ungefähr 50 Wünsche für unterschiedliche Videos, aber es geht, ich kann nicht 50 Videos pro Tag produzieren, Leute. Von daher, bringt Geduld mit. Es kommt alles. Es kommen Match-Bettings raus. Es kommen Trading-Folgen raus. Es kommt Jackpot raus. Kommt jede Woche raus. Ihr müsst nur ein bisschen Geduld haben. Die nächste Frage von DonkeyDMC. Hättest du mal Lust, mit Abonnenten CSGO Matchmaking zu zocken? Könnte man theoretisch machen, so als Abo-Special. Mit einzelnen Leuten habe ich leider keine Zeit zum Spielen. Es wären 100 Spiele pro Tag, die ich machen müsste. Bei den Anfragen, die ich bekomme. Aber so mal ein Special, wo ich 10 Leute mal einlade, immer wieder mal für eine Runde. Man kann ja mindestens 10 Leute einladen zum Zocken und dann kann man gegeneinander und miteinander zocken. Und sobald die eine Runde vorbei ist, kann man die nächsten 10 reinholen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und Ryan869 ist der glückliche Gewinner einer Haul. Ich hoffe mal, der ist glücklich darüber. Der Wert ist ja fast identisch. Das ist ja fast wie die Faust aufs Auge. Die nächste Frage von Kevin Ventilla. Und zwar will er wissen, hattest du schon mal eine Freundin? Ich hatte mal meine Liebe des Lebens hat mich damals verlassen, als ich noch ein kleiner Wichser war. True Story. War das überhaupt eine Geschichte? Das war eher eine kurze Geschichte, ne? Und die war auch, glaube ich, sehr lahm. Hey, und FastRay799 gibt mir die Haul wieder zurück. Das ist die ich gerade getradet habe. Lustige Sache. Die nächste Frage von New Private Shell. Wer ist eigentlich dein aktivster Abonnent? Schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Viele Abonnenten sind leise. Die schreiben in den Kommentaren selten, aber gucken wahrscheinlich jedes Video. Das sind sogenannte stille Abonnenten. Ich denke mal, da gibt es auch ein paar, die schon fast jedes Video gesehen haben. Ich habe auch viele, die schon seit Anfang an dabei sind. Aber ehrlich gesagt, kann ich nicht einen einzigen nennen. Das ist quasi so, als ob ihr eure Mütter fragen würdet, welcher Sohn ist dein Liebling? Da wollt ihr es bestimmt nicht von eurer Mutter hören, dass der euer Liebling ist und der andere nicht. Ich bin nicht aber eure Mutter. Vergiss es. Dulf Floyd ist der glückliche Gewinner eines Bayonet Blue Steel. Ich hoffe, ihr gefällt. Lost Hawk 2. Das ist ein cooler Name, ne? Erstens verlorener Adler und dann noch die 2. Hätte die 1 gehabt, wäre der Badass der Name, den ich hier in CaseClicker gesehen habe. Oder ein Crimson Web für 1800. Ich habe schon teure Trades angenommen in dieser Folge, aber ein Crimson Web, ein einziges, das will ich mir noch holen. Beziehungsweise ich will es versuchen. Versuche ja immer hier einen Scheiß anzudrehen und damit die Leute mir das Zeug geben. Aber mal schauen, ob es klappt. Nein, so schlecht bin ich auch nicht. Guck mal, ich habe eine Fire Serpent, einen Karambit Slaughter drin. Ja, so ist es ja nicht, dass ich nur Scheiße gebe, ne? Auf jeden Fall, aktive Abonnenten habe ich natürlich sehr gut im Blick. Die Leute, die regelmäßig in den Kommentaren schreiben, merke ich mir natürlich vom Namen her. Ich merke mir auch deren Profilbilder und da gibt es schon so einige, die ich natürlich gut kenne. Und ich versuche auch mit jedem von euch Kontakt aufzunehmen, alle eure Fragen zu beantworten, alle eure Kommentare. Einfach weil ich denke, dass das zu YouTube dazugehört. Dafür macht man doch YouTube. Genauso wie man diese Trades macht, also um einfach mit euch hier zu interagieren, auch wenn es nicht das Spannendste für mich ist in CaseClicker. Die nächste Frage ist von Arminiakus. Und zwar will er wissen, ob ich die neue Version von FNAF World auch spielen werde. Ja, werde ich. Und ich behalte das Spiel erstmal, weil ich auch noch die ganzen Enden spielen will. Viele von euch, die nur CaseClicker gucken, ich habe ja auch FNAF World gespielt, das ist ein Rollenspiel und so weiter. Werden wahrscheinlich die wenigsten von euch Bock drauf haben. Die nächste Frage von Sammy Tarek. Wie alt bist du? Habe ich auch schon mal beantwortet. Epische Geschichte. Schaut euch das erste Video an. Tony LP fragt, kann ich dich auf Steam adden, um mal zusammen zu spielen? Theoretisch könnt ihr mich auf Steam adden. Ja. Aber ich habe leider keine Zeit, um mit jedem Einzelnen irgendwas zu zocken. Das habe ich ja vorhin schon bei dem Special erwähnt. Dafür habe ich einfach zu viele Anfragen täglich. Die kann ich nicht jeden Einzelnen annehmen. Ich komme selbst kaum zum Spielen. Ich nehme fast meistens Videos auf. Und wenn ich dann irgendwas spiele, meistens mit Corrupted oder so. Letztendlich könnt ihr mich auf Steam adden, wenn ihr irgendwas mit mir schreiben wollt, einfach nur. Zum Zusammenzocken wird es eher schwieriger. Die nächste Frage von Lukas Zeyer. Wie lange willst du noch CaseClicker machen? Ehrlich gesagt, solange ihr Bock drauf habt. Solange ihr Bock drauf auf CaseClicker habt, werde ich es erstmal weiterspielen. Und durch die neuen Updates, die in letzter Zeit rauskommen, kommen ja auch eigentlich geiles Zeug immer rein, das eigentlich auch immer wieder den Spaß hochbringt an dem Spiel. Von daher, ich hätte jetzt nichts dagegen, das noch weiterhin zu machen. Wenn ihr Bock drauf habt, hab ich Bock drauf. Die nächste Frage von Christopher Schotler. Kannst du mehr Jackpot machen? Kann ich, ja. Damit wärst du aber genau die Person, die ich vorhin gemeint habe, die anfragen, kannst du mehr Trading machen, kannst du mehr davon machen, kannst du mehr davon machen. Ich weiß, ihr wollt bestimmte Arten von CaseClicker-Videos sehen, beziehungsweise ihr wollt einfach nur CaseClicker sehen, aber versteht bitte, dass ich nicht jeden Tag 10 unterschiedliche CaseClicker-Folgen machen kann. Ich will auch noch andere Spiele spielen, weil ich finde, es gibt nichts Langweiligeres auf YouTube, als immer nur ein einziges Spiel zu spielen. Jeden Tag ein einziges Spiel zu spielen, wäre für mich der Horror. Ich würde irgendwann den Spaß an CaseClicker verlieren, wenn ich jeden Tag CaseClicker zocken würde.
Und wenn ich den Spaß daran verliere, verliert ihr den Spaß und das will ich nicht. Deswegen bringe ich immer eine Folge Case Clicker raus, eine Folge irgendwas anderes, Case Clicker, eine Folge irgendwas anderes. Immer im Wechseln, immer was Neues zu zeigen. Das ist doch das, warum es bei YouTube geht, einfach mal kreativ auszutoben. Von daher, klar, ich werde mehr Jackpot machen, es werden Jackpot-Folgen kommen, es werden auch Trading-Folgen kommen, es werden auch Betting-Folgen kommen. Es wird alles irgendwann rauskommen. Ihr müsst nur ein bisschen Geduld haben. Bronze995 hat natürlich auch einen krassen Trade mit fast 3000. Das ist eine gute Golden Gold für 80 drin, aber auch eine fette Dragon Law für 2300. Und die nächste Frage ist von xxcuffingxx53. Ich hoffe mal, du bist nicht 53 geworden oder das ist dein Alter. Letztendlich ist es mir auch egal. Kann auch dein Alter sein, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, wie alt bist du? Habe ich ja schon erwähnt. Wohnst du noch bei deinen Eltern? Nee. Und wie viel Case-Clicker-Spielzeit hast du in einer Woche? Unterschiedlich. 2 bis 3 Stunden, je nachdem, was ich mache. Trading-Folgen dauern meistens über eine Stunde. Ja, das ist eine knackige Medusa. Slipstock 4, 5, 5, 5 ist ein schönes Ding. Habe ich aber leider schon mehrmals. Und wir kommen zur nächsten Frage. Und zwar... Okay, das war die letzte Frage. Das war die letzte Frage, die ich bekommen habe. Aber ich habe hier noch ein paar offen. So, Curly Razor, 943, Pixel Sportschneider. Das waren eure Fragen, die ihr mir letztes Mal gestellt habt. Ich bin immer noch auf dem Trade. Ich habe jetzt schon 2 Folgen Trading gemacht. 2 Folgen Trades gemacht. Ich habe immer noch nicht alle verarbeitet. Ich habe nachsichtlich mit mir das Video gegeben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ihr mehr von euch wollt, dann mehr Plasse.